Hallo zusammen, mein Name ist Weibert und ich bin wieder für euch on Tour. Ich teste heute eine Axt, das ist die Fisker Universal-Axt Nummer 10. Das Design hat mich völlig überzeugt, ich liebe das Design und ich will jetzt heute mit euch herausfinden, ob die Axt das kann, was sie verspricht und ob sie für Tracking, wie für mich zum Beispiel, für Tracking und Bushcraft geeignet ist. Also, let's go! Die Axt wird geliefert in so einen Plastikschutz, dass euer Rucksack nicht kaputt geht. Ist einfach rauszunehmen ohne Probleme. Das Design mit dem Hickory-Holzgriff, dem Metallemblem und hier oben diesen Kunststoff und dem Metall gefällt mir. Ich finde sie optisch sehr schön, ich bin aber auch noch gespannt, was sie kann. Als erstes habe ich hier ein Stück Holz. Und was eine Axt natürlich machen muss, oder machen können sollte, ist das Holz spalten. Okay, wer nicht trifft, hat einen zweiten Versuch. Natürlich ohne Probleme eigentlich. Dass das Holz ein bisschen schräg ist, nervt gerade. Probier die andere Seite. Wenn es halt nicht so geht, geht es halt so. Natürlich. Also da macht die Axt ihre Arbeit ohne Probleme. Dann ein paar Locken abschrauben. Ich glaube, man sieht, dass es mit der Axt auch geht. Die Axt ist neu. Ich habe sie so aus dem Laden mitgebracht. Ich habe die Axt vorher noch nicht gebraucht. Aber ich denke, man sieht, dass man damit was runterhobeln kann ohne Probleme und ohne viel Kraftaufwand. So. Jetzt probieren wir den hier zu teilen. Natürlich suche ich mir wieder das aus, was am meisten springt. Ja, geht doch. Ich habe gedacht, ich brauche mehr Kraftaufwand. Geht, super. Was mich noch interessiert ist, kann ich alleine nur die Axt mitnehmen, ohne das Messer? Kann ich denn mit der Nummer 10 von Fiskars Feuer machen? Also gut in der Hand liegt sie, das muss ich sagen. Und die Späne, die runtergehen, sind eigentlich relativ fein. Das sollte also lang, um das Feuer zu entfachen, zum Testen. Ich habe hier unseren Feuerstahl. Jetzt gucken wir mal. Die Seite geht nicht. Ja, die Seite geht. Gut. Hier hinten hat man so eine Kerbe. Wenn man die da reinlegt, es ist leicht un... Ja, aber es funktioniert. Es ist leicht unpraktisch, aber es funktioniert. Das ist bestanden. Die Axt ist fast einen halben Meter groß, wiegt etwas unter 1,2 Kilo. Aber ich habe sie jetzt heute bei der Wanderung am Rucksack gehabt. Das Gewicht ist mir nicht so sehr aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es für die ist,
die ultraleicht unterwegs sind, ob die dann auf was Kleineres gehen. Ich habe lieber einen längeren Griff, weil man dann mehr Schwung hat als die kurzen. Die Äxte gibt es auch noch in Nummer 7 und Nummer 12. Also da sollte für jeden was Passendes dabei sein. Es ist auch sehr schön austariert. Also es fällt wirklich schön runter. Wir testen jetzt noch, ob wir damit auch ein Bäumchen gefällt kriegen. Natürlich Totholz. Was braucht man meistens noch, wenn man was baut? Natürlich ein Flock oder ein Hering. Ich will noch schnell gucken, wie es ist mit Totholz, ob ich da eine schöne Spitze hinkriege. Ich denke, das ist gut geworden. Wie ihr da sehen könnt, der Baum ist tot. Da habt ihr, da ist er abgebrochen, der ist tot. Und den probiere ich jetzt zu fällen. Also, machen wir uns daran. Test bestanden. Komme jetzt zu meinem Fazit. Die Axt ist wirklich für den Preis von 75 Franken, ungefähr 75, 76 Euro, eine sehr gute Axt. Das Sicherheitskonzept für einen Rucksack passt mir. Man kann, wenn man möchte, natürlich sich noch eine Lederscheide machen, selber oder kaufen. Aber das mit dem Plastik, hier oben Griff, einfach am Rucksack außen ran, ist tipptopp für mich. Der Preis ist in Ordnung. Und es macht alles, was ich möchte. Also, für mich ist es eine gute Axt, die ich jede Zeit mit im Wald nehmen werde. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Hier drüben noch mehr Videos, hier unser Zweitkanal. Ich bin live auf Twitch, unten in der Videobeschreibung. Und damit sage ich, ciao!